Wie man solche Tieraufnahmen fotografisch umsetzen kann, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Folge meiner Fotostories. Heute mal wieder aus dem Grünen, aus der Natur. Ihr seht, der Frühling bricht sich seine Bahn. Überall grünt es, die Tiere sind wieder aktiv. Das heißt natürlich für uns als Naturfotografen, es gibt wieder eine Menge an Motiven, die wir fotografieren können. Ich bin euch aber noch ein Video schuldig über meine Kamerafalle. Und mit diesem Thema werden wir uns heute mal ein bisschen eingehender beschäftigen. Warum überhaupt Kamerafalle? Ganz einfach, eine Kamerafalle hat einen entscheidenden Vorteil. Ich muss nicht mit draußen vor Ort sein, wenn ich fotografiere. Und ich kann wirklich nah an die Tiere rangehen. Ja. Wir kennen das aus der Naturfotografie, 400 mm Tele, Blende 2.8, richtig schöne Freistellung, komprimierter Hintergrund. Das sieht immer super toll aus, aber das Umfeld der Tiere, in dem sie leben, in dem sie sich bewegen, wird nicht ganz so gut gezeigt. Und da kann eine Kamerafalle eben wirklich aushelfen, denn hier geht man wirklich nah ran ans Motiv und kann dort auch mit Weitwinkelbrennweiten arbeiten, sodass man eben wirklich das Tier in seinem Umfeld zeigt. Und das ist natürlich ein ganz anderer Look als so eine klassische Teleaufnahme. Ja, wir sind heute hier im Wald. Ich habe meine Kamerafalle schon aufgebaut und die läuft auch schon seit einiger Zeit. Deswegen geht es heute mal dran, die Akkus zu wechseln. Wir sind jetzt 2 Wochen drin und das ist schon eine ganz gute Standzeit für so einen Akku. Aber hin und wieder muss man da mal danach schauen. Deswegen nehme ich euch mit zu meiner Kamerafalle und erkläre euch, während ich die Akkus wechsle, mal so ein bisschen den Aufbau, die Funktionsweise. Und ihr könnt dann entscheiden, ob das auch was für euch ist. Funktioniert noch? Sehr gut. Okay. Ja, hier jetzt das Herzstück der Kamerafalle, die Kamera. Ihr seht, ist ein bisschen abgetarnt mit einem relativ einfachen Tarnnetz. Gibt es überall im Internet für wenig Geld zu kaufen. Eignet sich dafür ganz hervorragend. Ist alles, was ich hier verwende, ist nichts Teures. Weil, wie gesagt, es kann auch mal gestohlen werden, so eine Kamera. Es gibt einige Kamerafallenbetreiber, sage ich jetzt mal so, die da schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deswegen habe ich meine Kamera auch, wartet, ich mache es mal auf, etwas gesichert. So viel dazu. Und habe hier ein Schloss angebracht, dass man erstmal das alles nicht öffnen kann. Und habe das hier am Baum mit so einem Stahlkabel befestigt, dass man die Kamera zumindest nicht bei erster Gelegenheit einfach forttragen kann. Bis jetzt habe ich so gut wie kaum Leute hier oben im Wald gehabt. Ich habe mir eine recht ruhige Stelle gesucht, sodass ich denke, dass ich da hoffentlich kein böses Erwachen irgendwann haben werde. Aber weiter zur Kamerafalle. Ich mache mal hier das Tarnnetz ein bisschen ab und dann seht ihr schon das ganze Geheimnis. Hier ist ein kleines Stativ drunter. Wir hatten es ja letztens von Stativen. Das ist im Übrigen mein allererstes Stativ, was ich hatte. Ein kleines Manfrotto-Stativ. Eine stabile Geschichte, wetterfest, überhaupt kein Problem und für diese Angelegenheit hier absolut geeignet. Eine Top-Sache. Dann haben wir hier einen Kugelkopf, einen etwas älteren, den ich noch übrig hatte. Und hier oben drauf haben wir unser Kameragehäuse. Das ist selbst gebaut aus einem kleinen Peli-Case, würde ich sagen. Es ist nicht Peli, es ist eine etwas günstigere Variante. Wie gesagt, man muss da nicht horrende Summen ausgeben. Wichtig ist, dass es dicht ist und das ist es tatsächlich. Ihr könnt sehen, hier vorne für die Kamera habe ich einfach ein Loch gebohrt und habe dort verklebt eine KG-Kupplung, beziehungsweise HT-Rohr, ist das nicht KG?
dieses graue Abwasserrohr, was man in jedem Baumarkt eigentlich kaufen kann, relativ günstig. Das ist eine gute Sache, das funktioniert schon. Ne? Und da gibt es diese Abschlussstopfen dazu. Auch dort habe ich ein Loch reingebohrt, habe ein Gewinde dort eingeklebt fest und habe dann hier einfach einen UV-Filter, einen 95er eingeschraubt, den es auch recht günstig gibt. Und jetzt habe ich natürlich den Vorteil, will ich mal ein größeres, länger brennweitiges Objektiv nutzen, kann ich hier ein Zwischenstück einsetzen und kann hier natürlich den Tubus ein bisschen verlängern. Das brauche ich jetzt nicht. Jetzt haben wir ein ganz einfaches 50mm Objektiv hier drin auf der Kamera, weil das sich hier angeboten hat. Ein 1850 von Nikon, Nifty 50 genannt auch, kostet knapp 150 Euro. Auch wenn das weg ist, ist das relativ leicht wieder zu beschaffen. Und dann sind wir hier eigentlich recht safe und man kann hier, das ist auch dicht, die ganze Geschichte. Genau, Koffer kann man natürlich auch öffnen. Hier haben wir den Blick ins Kameragehäuse rein. Ihr seht, hier sitzt die Kamera, eine Nikon D810, ist von mir ausrangiert worden, hat schon viele Auslösungen auf dem Buckel, aber für hier funktioniert das alles noch ganz gut und natürlich 36 Megapixel zu haben. Dann bei so einer Kamerafalle ist natürlich auch eine ganz schicke Sache. Die habe ich einfach hier auf einem kleinen Holzklötzchen befestigt. Ist ein AK-Swiss-Anschluss dran, dass man die Kamera rein und rausnehmen kann, dass die fest ist. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Nicht allzu viel. Hier haben wir einerseits mal den Auslöser von Camtraptions, das heißt, das ist der Funkempfänger, der dann vom Sensor, der vorne bei den Tieren ist, dann das Signal kriegt, das ausgelöst werden soll. Und hier oben drauf haben wir dann noch einen Sender, der die Blitze ansteuert, die dann eben auf die Aufnahme synchronisiert werden. Alles kein Hexenwerk, relativ einfach. Kamera ist eingestellt auf Manualmodus. Ich fotografiere zurzeit, jetzt haben wir mal drauf gedrückt, macht nichts. Ich fotografiere zurzeit mit einer 200stel, klar, als Blitzsynchronzeit, Blende 11 und einer ISO-Automatik, die aber auf ein Maximum von ISO 1600 eingestellt ist. Na, und dann ist es natürlich immer interessant, mal zu schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt sind wir hier, da haben wir jetzt gerade natürlich zwei Aufnahmen gemacht, vorhin als ich kam. Und da können wir mal grob durchgucken. Oh, was war hier? Eine Maus. Okay. Ja, hier nochmal Stiefel vom Fotografen. Ich war gestern schon mal da und habe geschaut und festgestellt, dass die Akkus leer sind. Oh, wen haben wir hier? Eine unbekannte Miezekatz. Ja, schauen wir dann mal ein bisschen näher rein und ich zeige euch natürlich auch noch ein paar Aufnahmen. Ja, mehr gibt es zur Kamera und zum Gehäuse eigentlich nicht groß zusammen. Kann man natürlich auch noch, ich zeige das hier auch mal ganz gern, wenn man das hier löst. Wo ist der rote Knopf? Hier ist er. Kann man das dann ganz wunderbar abnehmen. Einmal frei. Ihr seht hier, ganz normaler Kopf. Nichts, kein großes Geheimnis. Kann man die einfachsten Mittel nutzen, die man quasi zu Hause hat. Zack. Und fest ist es wieder. Kommen wir zum Licht. So eine Kamerafalle braucht natürlich auch Licht. Tagsüber geht das natürlich auch ohne. Sieht auch ganz schick aus. Habe ich auch schon ausprobiert. Eine ganz einfache Geschichte. Aber da ich ja Tiere fotografieren möchte, die nachtaktiv sind, brauche ich natürlich dementsprechend auch Blitze. Da haben wir einmal einen hier im Hintergrund, wenn ihr den seht. Hier ist auch noch der Sensor verbaut, der Camtraption-Sensor, der dann die Auslösung quasi vornimmt. Und einen weiteren Blitz habe ich dann auf der anderen Seite, den sieht man jetzt natürlich nicht, weil der hinter der Kamera ist. Ja, muss man natürlich sich ein bisschen auskennen mit der Blitzerei. Die laufen alle manuell, die Blitze. Und man kann dann eben wunderbar die Leistungen aufeinander abstimmen, einstellen. Deswegen macht es auch immer Sinn, so eine Kamerafalle, wenn man nachts fotografieren will, auch in der Dunkelheit einzurichten, weil man dann wirklich sieht, was man dann fotografiert. Oder man lässt sie halt ein-, zweimal auslösen und kommt dann den nächsten Tag wieder, reguliert nochmal nach, wenn man Glück hat und es ist schon was drauf. Und dann hat man vielleicht schon ein gutes Foto irgendwo vergeben. Egal, schauen wir uns die ganze Geschichte hier mal an mit den Blitzen. Ihr seht, auch hier habe ich dieses HT-Rohr verwendet. Das ist ein bisschen angesprüht, aber der Lack hält nicht besonders toll. Macht aber nichts, ergibt so ein bisschen ein Tarnmuster, mittlerweile so abgeschrubbt, wie es ist. Aber die HT-Rohre bieten halt die Möglichkeit, sehr, sehr günstig da ein Gehäuse zu bauen. Ich kann das mal abnehmen hier so, machen wir mal hier runter.
Ich mache die immer fest mit Manfrotto Power Clamps und anderen solchen Befestigungsmöglichkeiten. Hier ist es eine Smorik-Klemme, die ich hier an dem Ast, den ich hier angeschraubt habe, an der Eiche festgemacht habe. Keine Sorge, der Eiche passiert nichts, die ist schon abgestorben. An einen gesunden Baum würde ich das nicht anschrauben. Na? Und genauso ist es hier auch der Camtraption-Sensor befestigt, auch mit so einer Smorik-Klemme. Und ja, ihr seht, hier habe ich das Ganze, man kann das mit diesen Klappen hier so ein bisschen einschränken, den Bereich, in dem der auslöst. Aber das war mir noch zu wenig und da habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen, der hat sich da einen Überzug gebaut über das ganze Teil und hat dort so eine kleine Filmdose angebracht, um dann eben wirklich einen relativ schmalen Bereich zu haben, wo man auslöst, was natürlich sehr gut ist, weil man dann sehr sauber auch auf den Schärfebereich den Sensor konzentrieren kann. Mir war das Basteln in einer kompletten Hülle zu viel. Ich habe einfach ein bisschen Klett genommen, habe das hier an die zwei Klappen, die hier sind, dran gemacht. Habe dann hier, ich zeige euch das mal, einfach so eine Filmdose genommen, eine alte aufgeschnitten, vorn und hinten. Rundrum auch den Flausch zum Klett dran gemacht. Und dann kann man das hier einfach über den Sensor drüber machen. Zack, fertig. Und ist das festgeklettet. Ganz einfache Geschichte. Also man muss wirklich ein bisschen findig sein bei der Geschichte. Schauen wir uns die Blitze mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, ist ein kleines Gehäuse gebaut aus HT-Rohr. Auch hier habe ich diese Endstücken hier nochmal komplett verwendet. Ich benutze das Ganze ohne die Gummis, weil das geht doch wirklich recht straff und saugen zu und ist tatsächlich auch recht wasserdicht. Also ich hatte mal ein Tröpfchen nach einem derben Regen drin, aber ansonsten hat das Ganze sehr gut funktioniert. Das sind zwei ineinander geschobene Geschichten, also hier eine Doppelmuffe, hier vorne ein normales Stück Rohr reingeschoben, dass ich eben vorne und hinten so eine Endmuffe nehmen kann. Wie gesagt, hinten ist die Muffe noch komplett geschlossen, so wie sie original ist. Und hier vorne habe ich ein Loch reingeschnitten mit einer Lochkreissäge und habe dann ein Stück Acrylglas rund zurechtgeschnitten und von hinten eingeklebt. Mehr ist das nicht. Na, hier vorne habe ich mit dem Ring gearbeitet, das ist richtig dicht und richtig fest. Aber hier hinten will ich ja regelmäßig ran und will, dass ich das auch problemlos aufbekomme. Ich tue es mal beiseite. Ups. Und dann können wir jetzt mal hier ans Kernstück ran. Packen wir mal aus. Ihr seht, ich habe hier noch so ein bisschen Stoff mit drin. Eine Variante, das einfach nicht so klappert. So, was haben wir jetzt hier? Ganz normaler Elektronenblitz, wie ihr seht. Unten dran haben wir einen Blitzauslöser, auch von Camtraptions, quasi das Gegenstück zu dem, was an der Kamera ist. Und als Blitz seht ihr auch hier, ist schon ein bisschen was dran geklebt. Und das ist ein uralter Nikon SB28. Und der SB28 ist bei Betreibern von Kamerafallen wirklich unwahrscheinlich beliebt weltweit. Wird dort auch immer noch gehypt, weil er einen enorm guten Standby-Modus hat, der richtig energiesparend ist. Und also das hat sich in letzter Zeit tatsächlich auch gezeigt. Das ist wirklich so. Ja. Und das funktioniert sehr gut, die alten Blitze. Nicht super modern, keine besonderen Computerfunktionen, das ist alles, braucht man alles nicht. Also ein ganz einfacher manueller Blitz reicht da völlig aus. Die Dinger werden nicht mehr hergestellt, werden immer noch auf eBay, sind die immer noch erhältlich zum Beispiel oder halt auch im Gebrauchthandel. Und weil sie halt so beliebt sind, haben die tatsächlich wieder eine Preissteigerung erfahren. Die war mal unten bei 25, 30 Euro. Mittlerweile muss man zwischen 50 und 70 Euro dafür bezahlen. Ich habe das meinen Bestand ein bisschen aufgestockt und war da sehr überrascht, dass die Dinger so teuer sind. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz alter von mir, den habe ich damals noch benutzt, noch mit Filmkamera, also der hat auch schon entsprechend ein paar Jahre auf dem Buckel. Was haben wir dran? Wie gesagt, hier unten, ich schraube das mal ab, haben wir den, ein bisschen beiseite gelegt, so ein Kamerasensor, Receiver, und an den habe ich natürlich noch, der funktioniert eigentlich, ihr seht es, mit 3A-Batterien. Aber die sind unwahrscheinlich schnell leer und auch die Akkus sind da nicht besonders toll. Deswegen habe ich mir hier so ein Zusatzteil gekauft. Gibt es auch bei Camtraptions für einen kleinen Taler zu kaufen.
ja, so einen Adapter, wo man dann eben normale Akkus reinmachen kann. Ihr seht, ich habe jetzt hier Ansmann-Akkus drin, mit denen fahre ich seit Jahren recht gut. Und deswegen habe ich da jetzt auch wieder ein bisschen aufgestockt, meinen Bestand, in dem, als ich angefangen habe, die Kamerafallen-Fotografie zu betreiben. Ja, und die haben bis jetzt auch sehr gut gehalten. Die kleineren waren relativ schnell leer. Ja, das nochmal zum Blitz. Auch im Blitz, ganz klar, hier haben wir auch Akkus. Ihr seht, wenn man das alles mit alkaline Batterien betreiben will, dann ist das wirklich die pure Materialschlacht. Ja, also man sieht ja, wir haben bei dem Blitz jetzt insgesamt 6 Akkus. Bei den anderen zwei Blitzen auch nochmal 6 Akkus, sind wir schon bei 18 Akkus. Dann haben wir im Sensor 6 Batterien drin und wir haben auch in den Receivern und Sendern an der Kamera sind ja auch nochmal Batterien drin. Die kann ich im Übrigen auch mit diesen Akkus betreiben. Ja, das dazu. Wir wechseln jetzt dann mal alle Akkus. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ich habe dann hier solche Akkupacks mir besorgt. Das ist eine feine Sache, wenn man raus in den Wald geht. Wie gesagt, ist eine ganz schöne Materialschlacht. Ja, hoffentlich hört ihr mich noch gut. Hier im Hintergrund kommt gerade ein Flieger vorbei und macht ganz schön Krach. Ja, wie gesagt, habe ich mir von Ansmann besorgt. Die haben auch diese kleinen Batteriepacks hier dazu. Kann man prima in den Rucksack reinhauen. Und ja, kann dann hier seine geladenen Batterien reinmachen, wenn die Pluskontakte nach oben zeigen, sind die geladen, und wenn man sie dann quasi die entladenen reinmacht, macht man sie so rum rein, dann kommt man auch nicht durcheinander. Feine Sache, fand ich ganz gut, lässt sich super transportieren. Ja, und man kann dann hier im Wald halt ganz in Ruhe alles austauschen und die Kamerafalle wieder scharf stellen und dann kann es losgehen. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, die Kamera noch mal ein bisschen umzubauen, den Kamerawinkel ein bisschen zu ändern, weil aus der Perspektive hier habe ich schon eine ganze Menge Bilder machen können, die ich euch dann auch schon zeigen kann, was natürlich eine schöne Sache ist. Und jetzt baue ich die Kamera mal ein bisschen um. Ihr seht hier vorne im Vordergrund ist so ein kleines Astloch und dort habe ich immer ein paar Nüsse und auch Sonnenblumenkerne rein, sodass die Tiere da ein bisschen angelockt werden, auch dass das interessant ist für die hier auch in den Bereich meiner Kamera zu kommen. Und dort war der Waschbär und den konnte ich ganz gut von der Seite fotografieren, aber ich denke mal, so hat immer dort mit seinen Pfötchen reingegriffen. Ist vielleicht ganz interessant hier mal von vorn gerade drauf, dass man da vielleicht ein bisschen porträtmäßiger dann auch das Waschbärengesicht im Bild hat. Bin ich gespannt. Das werde ich jetzt mal ausprobieren und die Kamera entsprechend so einrichten. Ihr seht, das hat natürlich auch riesengroße Vorteile, wenn man hier einfach von hinten ran kann. Das erste Gehäuse, was ich gebaut habe, war von oben und da konnte man natürlich sehr schlecht dann auch auf die Kamera schauen. So, das sieht schon ganz gut aus. So. Ihr seht, Kamera ist umgebaut an einer anderen Stelle, auch wieder schick abgetarnt. Mal gucken, hier vorne ist nicht ganz so gut geworden, aber schauen wir mal, Versuch macht klug, ob es den Waschbären stört. Ja, der andere Blickwinkel wird bestimmt interessant. Einen von den Blitzen musste ich entsprechend auch umbauen, weil der mir sonst genau vorne in die Frontlinse reingeblitzt hätte. Ja, schauen wir mal, was die nächsten Nächte da dann so bringen werden. Und mein Plan ging tatsächlich auf. Hier ein Ergebnis aus einer der letzten Nächte. Allerdings mag ich auch sehr gern Bilder, auf denen die Tiere sich ganz natürlich in ihrer Umgebung bewegen, so wie dieses hier oder dieses. Auch den Dachs konnte ich ablichten, zweimal, und das hier ist das gelungenere Foto, habe ich mich sehr darüber gefreut, denn ganz so oft taucht er dort nicht auf. Und hier mal ein Problem, was ich euch zeigen will, das sind die Mäuse, die sehr oft den Sensor auslösen und damit eben auch Tiere vertreiben können, die anderen, die da etwas empfindlicher auf den Blitz reagieren. Die Mäuse wollte ich natürlich eigentlich am Ort halten.
denn die sollten mir den Fuchs anlocken. Aber der ist sehr clever und hat sich nicht fotografieren lassen. Und das seht ihr hier auf den Aufnahmen meiner Trailcam. Der Fuchs steht also noch auf meiner Liste. Mal schauen, ob ich ihn in diesem Jahr noch mal schön ablichten kann. Und hier noch ein paar weitere Aufnahmen, die mir in den vergangenen Monaten mit der Kamerafalle gelungen sind. Ja, ihr seht, die Kamerafallenfotografie ist ein durchaus interessantes Feld in der Naturfotografie und kann wirklich lohnen. Aber es ist eben auch nicht ganz unaufwendig. Also man braucht eine ganze Menge Technik und da muss man schon ein bisschen enthusiastisch rangehen. Aber die Ergebnisse entlohnen natürlich. Das soll es für heute gewesen sein von meinen Fotostories. Ich hoffe, ihr fandet es wieder interessant. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und ja, bis demnächst bei meinen Fotostories.